So, da wären wir dann beim Replay zur großen Panther-Vollbepanterung. Wir pantern hier auf im Himmelsdorf und sind Top-Tier. Und dementsprechend, und ich dachte, Top-Tier, Schlachtergasse wird aber nicht verkehrt sein. Wir haben nochmal ein sehr gutes Geschütz. Es ruckelt irgendwie sehr nervös. Ja, auf normalem Tempo. Lass uns auf X2 ablaufen. Derweil eben noch nicht voll. Man sieht, ja, Gegner sind irgendwie gut verteilt. Aha, da kommt der Schuss her. Und da haben wir gleich am Anfang, machen wir gleich eine Eröffnung, indem wir einen KV-1 anzünden. Der brennt da gut und wir kriegen ihn sogar nochmal ins Schussfeld. Schießen nochmal drauf, wunderschön und noch ein Schuss und das sollte weg sein. Und habt ihr diesen 1 aufsteigen sehen? Das ist der beste Killstil aller Zeiten. Mit einem Lebenspunkt hat er mir geklaut und ich habe den Rest gemacht. Aber okay. Ist ja nicht so, als wenn ich sowas nicht schon früher gemacht hätte. Tja, dann versuche ich da halt irgendwie weiter so in die Richtung zu schießen. Hat relativ gut funktioniert. Wo ist die fucking Map hin? Da ist die Map. Und ja. Läuft eigentlich ganz gut. Schaut, kann ich da irgendwie quer drüber schießen. Vielleicht hätte ich den T1 Heavy treffen können. Keine Ahnung. Ich sehe, da hinten steht der T29 und 150er. Die sind mir persönlich ein bisschen zu stark gepanzert. Dass das mir mit denen angehen könnte. Aber da in der Mitte scheint einmal frei zu sein. Das heißt, da geben wir mal überhaupt kein Problem. Und düsen nochmal daher. Jetzt unterstützen wir da mal unsere Heavies. Den 21 ist ein bisschen hart. Vielleicht treffen wir das Türmchen. Nö. Hinten der 150er ist weicher gepanzert. Interessiert mich immer noch nicht, was immer noch den 21 zu treffen. Und da schau her, ein 150er und wir treffen ihn. Verschlagen nicht. Auf dem Blech getroffen. Verschlagen, alles ist okay. Aber er hat uns bemerkt. Der 280 ist schon ein bisschen voll. Und lassen wir das lieber. Gehen wir da den Mitte an. Mal wieder auf X2. Ah, da scheint sich nichts zu sein. OI, das ist ein One-Shot. Nehmen wir dann ein One-Shot aus. Ha? Kassieren dafür einen Schuss von T1 Heavy. Ah, das kriegen wir doch nicht One-Shot aus. Ha? Mit 2 Schuss. Ja, T1 Heavy. Der hat aber nicht das beste Geschütz aller Zeiten. Das heißt, Sidescrapen geht. Das kann der Panther ja sogar. Das heißt, wir stellen uns auf sie seitlich hin. Was macht er? Schießt uns in die Seiten auf die Ketten. Jawoll. Nochmal ein Schuss. Und im Endeffekt randaliert man halt tot. Perfekt. So, T29 ist weit hinten. Interessiert mich nicht. Da ist noch irgendwo ein Nase unterwegs. Und AKV. Bin ziemlich überrascht. Hat da wieder ein 260er rein. Haben uns noch eine Zeit mit dem KV gebasht. Im Endeffekt verliere ich den Kampf. Denke ich mal. Wenn er mich live-technisch wohl besiegen wird. Dass das lassen wir. Bringt nichts, fahren wir zurück. Hinten ist er M6. Ja. Zu schlecht gezielt, aber wir hauen ihm wenigstens an 8.220 eine, der haut er ab. Das passt. Kümmert uns also nicht mehr. Den KV lassen wir da abstinken. Sollen sich der restlichen drum kümmern. So, da ist immer noch den 21. Und ja. Was war mit den 21? Richtig, erst einmal T150. Versuchen zu töten. So, er hat noch laden, er ladet noch nach. Ich hab geladen. T150 ist weg. Fehlt noch der T28. Hinten ist immer noch der KV. Und den kriegen wir einfach so weg. Allerdings haben wir nicht selbst den gekillt, aber mein Gott. Und aus dem Nichts ein Nashorn, wieder 250. Jetzt wird es mit dem Live langsam eng. So, das Nashorn hat ab. Teammitglied for the wins. Das war bei da jetzt draufgegangen. Passt, der ist weg. Hinten der M6 interessiert uns auch nicht mehr. Das Nashorn da randaliert in der Gegend rum. Hoffentlich kriegen wir das Nashorn raus, bevor es uns rauskriegt. Und es ploppt viel zu früh auf. Killt uns nicht. Wir haben noch 28 live. Wir haben Zeit, wir laden schneller als ein Dorfes Nashorn passt. So, jetzt fehlt nur noch die TOC. Und die TOC hat viel Life und ein starkes Geschütz, aber sie interessiert uns nicht für sich nicht für uns, weil da am X12 dann herumeiert und das ist irgendwie schon ein bisschen mehr Hero. Weil er hat uns da tiefenentspannt gerettet. Ich zoll einfach viel zu wenig, ihr könnt ganz ruhig stehen bleiben, auf die TOC schießen. Ich bin mir halt nicht sicher, aber vielleicht nicht doch auf uns switcht. Was? Der schaut immer noch 12 Tonnen nach. Somit können wir ihn entspannt entfernen. Viel Damage nochmal rausgeholt. Jawoll. Und tschüss. Und somit haben wir eben Spiel gewonnen. Ja. Makeshift. Passt. Spiel gewonnen.
3134 Schaden. Geblockt haben wir nur 300, das ist zwar neben nicht eingegangen, man sieht es da unten. Der 1 ist zweimal gebounced, weil wir gescraped haben. Der KV hat man glücklicherweise in die Ketten geschossen. Die 37 hat am Anfang auch da nichts gerissen. Im Endeffekt, super Partie. Ich denke, ihr habt den Panther nicht schlecht genutzt. Die hätten vielleicht ein bisschen besser nutzen können bei manchen Sachen. Ein, zwei Schuss hätte Locher noch eine gekriegt, wenn er gezielt hätte, ein bisschen mehr. Alles in allem, super Panzer, ein Ass und damit bis zum nächsten Ass-Video.